Ich war gut drauf, ich war wirklich gut drauf. Fünf, sechs Mal in der Nacht war nichts für mich. Jetzt ohne Schmarrn. Ohne Schmarrn. Glaubst du das, was er gerade weggesagt hat? Ich glaube überhaupt nichts. Und ich hab fast mit manchen Weibern fast jede Schweinerei gemacht, die man nur machen kann. Oh, das muss ich schneiden, das muss ich. Das ist Paragraph 15, Abschnitt 12. Ja, verboten. Politically not correct. Aber die haben es ja wollen. Ich hab nie was mit einer Frau gemacht, was sie nicht wollte. Aber sei ehrlich, hast mit fremden Frauen gemacht, aber nicht mit deiner eigenen Frau. Die Geschichte mit meiner eigenen Frau, die wäre jetzt zu lange. Aber die Schweinereien hast du sicherlich nicht mit deiner Frau gemacht. Ja, weil es ist nicht. Weil Schweinereien macht man immer mit anderen Frauen. Ja, deswegen. Und meistens die Frauen, die sich bezahlen lassen. Nein, die wurden nicht bezahlt. The best things in life are free. Life are free. Leben, Freiheit. Ja. Ich habe mal in meinen wilden Jahren habe ich mal drei Geliebte nebeneinander gehabt. Entschuldigung, glauben Sie das, was er jetzt gerade weggesagt hat? Ich glaube nicht, das muss ich sehen. Naja, aber das muss ich jetzt. Glaubst du das, was er gesagt hat? Dass er in seinen besten Jahren drei Geliebte nebeneinander hatte? Drei macht, Geliebte? Macht's, was ihr wollt, lass mich in Ruhe. Okay. Das war das Verrückte, wenn ich zu meiner Frau dann gesagt habe, dass ich zum Beispiel, ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren. Ja. Und was heißt das? Übersetzt? Ich bin zum Vögeln gegangen. Und deine Frau hat es geduldet? Sie hat es geahnt, sagen wir mal so. Und hat wie viele Jahre dafür gebraucht? Dich zum Gucken? Ich war mit meiner Frau über 20 Jahre beieinander. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Meine Frau hat mir auch schon mal gesagt, du bist ein Scheißkerl, aber ohne deinen Humor wärst du nicht zum Ertragen gewesen. Das stimmt, das ist ein Kompliment, was auch stimmt. Stimmt, du bist eigentlich im Grunde genommen eine sehr angenehme Person mit seinen Ecken und Kanten. Ja, Kanten gibt es jetzt nicht mehr so viel. Also. So, jetzt muss ich meine Umfrage weitermachen. Ich komme gleich, mach mal eine Pause. Dürfte ich Sie was fragen? Ja. Wer wird dieses Jahr Fußball-Europameister? Du, das weiß ich nicht, ich bin kein Fußballer, tut mir leid. Würdest du sagen Italien? Nie. Ja, Italien! Nie! Oder Romania! Kriegst dann später von mir eine Tasse Kaffee spendiert. Der dahinter, der ist voll drauf. Der hört überhaupt nicht mehr auf. Aua! Bist du Italiener? Sieht man das nicht? Nein. Was hättest du dann gedacht? Ich dachte Amerikaner. Amerikaner? Ja, Spaß. Also, Amerikaner. Aber wieder gut. Sowieso. Amerikaner. Also ich gehe wieder zu diesen intellektuellen Runden. Da gibt noch die, wie heißt das mit Böckstoff, hau weg die Scheiße. Mhm. Okay. Er lebt, du lebst, ich lebe. Das ist das Einzige, was am Schluss noch gesehen. Ja, aber wie halt schaut mit Reinheit aus? Mit was? Mit Reinheit. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Reinheit, sagst du immer. Reinheit. Meinst du jetzt das bayerische Brauergesetz, oder? Du musst dich schon erklären. Reinheit, beziehen sich auf Waschen. Oh. Nein, auf
heute so weit, dass ich sogar schon gelegentlich gesagt habe, wenn ich noch da bin, Allah, du großer Erbarmer, ich danke dir dafür. Hast du mich verstanden? Ja. Es ist mir nicht wichtig, ob Gott Yahweh, Allah oder sonst was heißt, weil das sind nur Namen, die der Mensch für etwas Unverständliches erfunden hat. Ob das eben, wie gesagt, ist. Der wird doch Obermeister. Der wird doch Obermeister. Oh, ich frage einen Russen, wer Fußball-Europameister wird. Viktor, sag mir, wer wird dieses Jahr Fußball-Europameister? Sei bitte ehrlich. Ich glaube, Russland spielt nicht bei der Fußball-Europameisterschaft, glaube ich. Italien. Italien? Du bist mein bester Freund. Nicht Viktor, Anton. Achso, Anton. Was machst du? Heute ist heiß. Du, hast du Petrovic gesehen? Nein. Ich auch nicht. Was ist mit dem los? Umgezogen. Aber ich glaube, er hat viele Probleme. Umgezogen in Richtung Brasilien, glaube ich. In Weißweiberg darf er nichts mehr kommen. Habe ich gehört von der Polizei. Echt? Ja. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Aber ich glaube schon. Okay, dann soll ich auch. Anton, mach's gut. Dahinter ist eine schöne Frau an der Kreuzung. Die hat eine rote Brille. Die meine ich nicht. Servus. Donnerstag, Brille. Was hast du denn da drauf? Ja, auf meinem Hemd halt. Was machst du mit dieser Frau? Sag die Wahrheit. Mal Bier kaufen. Und dann, was machst du mit dieser Frau? Ja, nichts, was soll ich machen? Ja, komm, jetzt sag die Wahrheit. Warte, begleiten. Warte, ich frag sie. Was ist die Klinge von meinem Alten? Sie sagt mein Alter. Darf ich dich mal was fragen? Was, du willst mich was fragen? Ja. Buongiorno, Signora, buongiorno. Diese Frau hat einen Freund, das ist er. Heute. Morgen, egal, hat sie wieder einen anderen. Ist es wahr, dass ich das rumverzähle, dass du jeden Tag einen neuen Freund hast? Nein. Nein. Also ich finde es eine Sauerei, wer sowas behauptet tut. Wenn du mir 5 Euro gibst, sage ich dir, wer das behauptet tut. Interessiert mich nicht, weil das Arschloch kann ich am Arsch lecken. Also, ja, das schneiden wir auch weg, weil das beim Arsch lecken, das muss ja nicht sein. Das geht mir doch am Arsch vorbei. Ja, das schneiden wir auch weg. Deswegen kriegst du von mir kein Geld. Nein, mit Sicherheit nicht. Nein, die reden so viel, wenn sie jung sind. Da könnte ich ja mit ihm noch hinten auch ein Verhältnis haben. Ja, mal ganz ehrlich gesagt, Gisela, machst du noch Abschnitte, was Männer anbetrifft, in deinem Leben?